Felix, was genau ist Plan for the Planet? Plan for the Planet ist eine Initiative, die wir vor ungefähr 6 Jahren angefangen haben, mit Kindern in 193 Ländern, die aktiv sind. Und Plan for the Planet geht um unsere Zukunft. Wir werden ja all die Probleme ausbaden müssen, die die Erwachsenen heute nicht lösen. Und das Beste, was wir tun können, ist Bäume pflanzen. Vanessa, wie bist du auf die Idee gekommen, Plan for the Planet auch bei den Wirtschaftsjunioren mit einzubringen? Ja, also das war ganz einfach. Ich war beim Sport machen und habe dabei YouTube geguckt und habe nach professionellen Sprechern geschaut. Und dann habe ich Felix entdeckt und er hat mich total beeindruckt, als er da vor der UN gesprochen hat und mit seinen 9 Jahren und gesagt hat, hey, ich bin die Zukunft und nicht ihr alten Politiker, die ihr da Sachen entscheidet. Ihr lebt ja gar nicht mehr, wenn ihr Sachen entscheidet. Ich muss in der Zukunft leben. Und dann habe ich mir gedacht, für die LAKO in Aschaffenburg brauchen wir genauso jemanden, weil der Felix passt super zu unserer Organisation. Wir sind junge Führungskräfte und klar, wir wollen doch junge Menschen auch ausbilden. Und Felix war für mich das beste Beispiel. Und Passion into Action bringen, das ist einfach sein Punkt. Und auch eine Person, daran sieht man auch das Beispiel, eine Person kann so viel bewegen, was Felix alles bewegt hat. Das hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, Mensch, wir müssen Felix für uns gewinnen. Und dann habe ich ihn angesprochen und glücklicherweise ist auch Felix' Vater mal bei den Wirtschaftsjunioren gewesen, damals in Augsburg. Und so hatten wir gleich einen Anknüpfungspunkt gehabt und da hat er gesagt, selbstverständlich unterstützen wir dich. Und man muss noch dazu sagen, Felix macht nur 15 Termine im Jahr selbst, die anderen machen andere Kinder. Deswegen ist es eine besondere Ehre, dass er nach Aschaffenburg gekommen ist und auch eine besondere Ehre, dass wir in Monaco sein konnten und dass er dieses Projekt mit mir so zusammen nach vorne bringt. Können wir Plan for the Planet denn am besten einbinden bei den Wirtschaftsjunioren? Ja, also das Projekt ging ja jetzt los. Wir haben die tolle Möglichkeit gehabt, hier in Monaco eine Keynote zu halten, eben über dieses Projekt zu erzählen und gleich auf europäischer Ebene einzusteigen. Der Prinz Albert ist ja ein Schirmherr von dem Projekt und Mitbegründer, was natürlich toll ist, gleich so einen prominenten Menschen dabei zu haben. Und so war es jetzt meine Idee, in die Welt zu bringen, eben diesen JCI Tree Counter, den Felix ja schon erwähnt hat, wo jeder einfach seine Bäume eintragen kann. Die Idee dahinter ist, dass wir Kreise alleine, wenn wir eine Pflanzaktion starten, keine Medienwirksamkeit haben. Weil wenn wir sagen, wir pflanzen 300 oder 200 Bäume, ist das für die Medien nicht wichtig. Aber wenn wir sagen können, wir haben 100.000 Bäume bereits gepflanzt, weltweit, wir sind ein weltweiter Verband und das ist nur gut für uns alle, wenn wir das so in die Welt tragen können. Und deswegen war es meine Idee, auf der ganzen Welt alle Baumpflanzaktionen unter einen Hut zu bringen. Und das ist eben der JCI Tree Counter oder der WJ Baumzähler, den ich damit ins Leben gerufen habe. Und für mich wäre es Schönste, man kann natürlich auch einfach Geld spenden, aber ich finde es schöner, wie wir es in Aschaffenburg gemacht haben. Wir haben selber 2.100 Bäume in Aschaffenburg gepflanzt. Und wenn man nach 10 Jahren dahin geht und kann sagen, hey, das ist unser Wirtschaftsjuniorenwald, was gibt es denn Schöneres, als so eine Hinterlassenschaft zu haben? Und das Tolle ist, von unseren 5 SEPs erfüllt es gleich 3 Stück nationale und internationale Netzwerke knüpfen, was wir hier jetzt in Monaco super gemacht haben, uns in die Welt gebracht haben. Wir haben in Bildung investieren durch die Kinderakademien und Ressourcen und umweltbewusst handeln ist natürlich auch dabei. Und somit hat man gleich 3 Fliegen mit einer Klappe und das finde ich toll. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Stop talking, start planting.